Bude. Ja, Melli und ich, wir sind ja eigentlich 24/7 ständig zusammen hier in unserem Bus und ja, haben auch die letzten 7 Monate 24 Stunden jeden Tag miteinander verbracht. Ja, wie der Sommer so ein bisschen auf uns zukam, hatten wir die Idee, dass jeder mal sein eigenes Ding macht. Also ist Melli nach Berlin zu einer Freundin und ich habe gesagt, ich bleibe hier in der Natur. Da hatte ich nämlich richtig Bock drauf. Ja, aber heute Nacht habe ich nicht ganz alleine geschlafen. Bei mir war nämlich mein Neffe. Ja, für den gibt es jetzt eine Runde Pancakes und für mich einen Kaffee. Und dann wecke ich den Kleinen mal auf. Danach darf ich das erste Mal Kaffee rösten gehen. Bin mal sehr gespannt. Es wird nämlich, ja, eine große Sache sein. Es wird nämlich unser eigener Kaffee, den ich rösten darf. Ist schon ein bisschen komisch, jetzt nachdem wir so viel Zeit zusammen verbracht haben, jetzt mal wieder ohne Melli zu sein. Ja, schon ein bisschen seltsam. Aber machen wir das Beste draus. Ja, gell? Könnten immer mehr Nächte sein, finde ich auch. So, ich habe mal ganz schnell das Auto gewechselt. Die Oma habe ich gerade zum Arzt gebracht und ich bleibe jetzt hier im Auto und werde ein bisschen arbeiten. Ja, habe aber auch noch einen Anruf von einem öffentlich-rechtlichen Sender. Ja, hallo, hier ist... okay, danke, tschüss. Der an einer Dokumentation mit uns Interesse gezeigt hat. Und beziehungsweise die uns angefragt haben und jetzt habe ich das Telefonat gleich dazu. Wir zahlen ja alle viel GEZ-Gebühren und ja, soll sich ja auch lohnen, da reinzuschalten, oder? Also vielleicht sind wir da bald zu sehen. Ja, David hier. Hallo, schön dich zu hören. Ja, ebenso. Ja, wir waren jetzt noch mal kurz einkaufen. Ich werde nämlich in dieser Woche auch noch den Platz hier wechseln. Also langsam brauche ich ein bisschen Abwechslung und ich glaube ihr auch. Deswegen haben wir jetzt mal ein bisschen was eingekauft, ein bisschen was zu essen, ein paar neue Kräuter und dann geht's die Woche auch nochmal los. Ich bin gespannt, was mich erwartet. Bei uns im Bus hält sich der Thymian, Basilikum, Salbei und Rosmarin ziemlich gut. Deswegen habe ich jetzt nochmal Basilikum besorgt, der Thai-Sorte und Oregano. Auch sehr wärmeliebhabend. Ja, und pflanzen wir mal ein. Gucken, was davon noch übrig bleibt in dem Monat. Schaut doch richtig geil aus. Ja, eben kam gerade noch die Post und es kamen zwei richtig, richtig coole Sachen an. Die habe ich natürlich direkt mal verbaut. Das eine ist direkt über mir. Und zwar haben wir euch nochmal in einem Ausbauvideo erzählt, dass wir ja, die einfach zu hell finden. Und jetzt kamen hier so Folien an. Der Tipp mit den Farbfolien, der kam übrigens von jemandem von euch. Also tausend Dank. Das sieht jetzt schon richtig gut aus. Ja, so im Vergleich zu... So. Das hier war so ein richtiger Schandfleck. Das habe ich jetzt alles schön mit Filz verkleidet. Das sieht geil aus. Sieht echt schön aus. Ich kann das nicht so gut. Aber sieht besser aus wie vorher. Jo, und die Pflanzen hier drin machen sich auch wunderbar. Und jetzt geht's ab in meine Lieblingsrösterei hier in der Ecke und zwar Kaffeestopp. Ich darf heute zum ersten Mal Kaffee rösten. Ich darf jetzt hier eine Stunde parken. Das heißt, mein erstes Rösten muss gleich ein voller Erfolg werden. Ja, ob ich das wirklich hinkriege, das sehen wir gleich. Hallo, haben Sie geöffnet heute? Hi.
erstes eigenes Röstprofil erstellt. Einfach mal rumprobiert und gedrückt. Und ja, jetzt geht's an die zweite Röstung von drei. Wir rösten jeweils immer 50 Gramm. Und dann darf ich die probieren, verkosten. Und dann entscheiden wir zu einer Röstung. Noch riecht es einfach nur nach Toastbrot. Und ja, für die Röstung, für die wir uns dann entscheiden, die bekommt ihr dann zu Hause auch. So, und jetzt geht's weiter. Ihr glaubt gerade nicht, was mir passiert ist. Ja. Ich muss das Rösten abbrechen. Und zwar laufe ich gerade zum Auto und wollte uns allen so einen schönen Cold Brew holen, den ich vorbereitet habe. Steck den Schlüssel hier rein. Und dann ist der abgebrochen. Der ist einfach hier total verbogen. Ja, richtig kacke. Hab die Tür dann aber nochmal aufgekriegt. Wir haben dann mit einer Zange wieder zusammengesteckt, den Schlüssel. Und jetzt fahre ich mal zur VW-Werkstatt, mal gucken, ob die mir da gleich weiterhelfen können. Boah, hoffentlich bricht der jetzt nicht ab. Boah, bitte ist da jetzt was frei. Ich brauche zwei Parkplätze, bitte. Parkplatz gefunden. Ungefähr 50 Meter von der Stelle, an der jetzt hoffentlich der Schlüssel nachgemacht wird, wenn er rauskommt. Sie wollen den Schlüssel aber, dass Sie auch starten können. Ja, ja, das wäre ganz gut, ja. Dann kann man ja anlernen, ne? Ja, ich mache, wenn es geht, alles sogar fertig. Ja, jetzt bin ich hier beim Schlüsselguru. Schauen wir mal, ob es klappt. Ich bin richtig gespannt. Ich habe gleich zwei bestellt. Ist fertig, alles. Ey, ihr seid ja super. Danke. Ja, richtig geil. Oh Mann, ey. Boah, mir ist so das Herz in die Hose gerutscht vorhin. Kann ich mir vorstellen. Weil der war halt richtig umgedreht, ne? So 90 Grad rum. Ja. Ja, es scheint irgendwie nicht mein Tag zu sein heute. Ich wollte Fahrrad fahren gehen und dann habe ich festgestellt, dass mich irgendwas Fettes gestochen hat. Guck mal. Seht ihr das? Wie dick dieser Fuß im Vergleich zu dem ist? So kann ich kein Fahrrad fahren gehen. Ja, und dann hat mein bester Freund angerufen und hat gefragt, ob ich denn nicht helfen kann, Pavillon aufzubauen. Da dachte ich, ja klar, Pavillon aufbauen. Und dann... Nee. Das Ding haben wir aufgebaut. Hau ab! Danke! Ja, das ist er. Ja, deswegen kein Fahrradfahren heute, aber jetzt gibt's was zu essen und Bierchen, oder? Bierchen, ja. Die wollen sich alle nicht zeigen in der Kamera. Da bin ich wieder im Van. Ich finde die Lichter hier echt schön. Also, es ist viel gelber und viel gemütlicher. So, jetzt mache ich mir hier das Bettchen. Und dann war's das für heute. Vielleicht schaffe ich es ja morgen mal eine Runde Fahrradfahren zu gehen. Und ja, deswegen... Sag ich mal gute Nacht und bis morgen. Prost, mein Schatz. Prost. Jo, da bin ich wieder. Hab gerade schön mit Melli telefoniert. Ja, mein Fuß ist immer noch ganz schön angeschwollen. Also ich bin heute Nacht um 5:30 Uhr oder so aufgestanden und wollte eigentlich in den Tag starten und ein bisschen heute Morgen schon Action machen. Aber das hat so dolle gebrannt, da habe ich mich einfach wieder hingelegt. So Schmerzen hatte ich schon lange nicht mehr. Jetzt geht das tatsächlich ein bisschen besser, werde jetzt aber trotzdem erstmal langsam in den Tag starten und ein bisschen hier was arbeiten und nachher will ich noch ein paar Sachen am Van machen und ja, vielleicht, wenn das heute Abend ein bisschen besser ist, dann versuche ich es heute Abend mal mit einer kleinen Fahrradtour. Ja, da oben dran soll ein bisschen Stauraum geschaffen werden und ich habe es mir hoffentlich einfach gemacht. Ich habe hier nämlich einfach so ein Kofferraumnetz bestellt und dann will ich das jetzt halt dran tackern und dann können da zumindest Pullis rein. Sollte so funktionieren. Ich hoffe, das klappt auch so, wie ich mir das vorstelle. Jo, ich denke, das habe ich gut gelöst. Manchmal habe ich Ideen und
Ja, finde es in der Umsetzung dann doch ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, das ist jetzt für den Aufwand, eine halbe Stunde habe ich jetzt gebraucht und für das Ergebnis ganz okay. Hier oben sind ja auch nur leichte Sachen drauf und das wird uns auch nicht alles auf den Kopf fallen. Das ist nämlich das Wichtigste, das habe ich richtig fest, ja, einfach verschraubt und getackert. Aber das hält, da kommt nichts runter. Bin fast fertig geworden und es passt wirklich sehr gut in die Sitzbank rein. Nur die Schublade unten, die habe ich noch nicht ganz fertigstellen können. Ja, ich wollte nämlich Fahrrad fahren gehen und jetzt hat es angefangen zu regnen. Also würde ich sagen, suche ich mir eine andere Beschäftigung. Aber erstmal zeige ich euch, wie das hier aussieht. So. Hier in die Sitzbank, da soll hier unten eine Schublade kommen. Und hier oben schaut es jetzt. So, und hier oben schaut es jetzt so aus. Da haben wir einfach einen Zwischenboden reingelegt. Und dann können hier oben Vorräte hin und unten auch oder was anderes. Und dann ist das halt ein bisschen besser sortiert. Ja. Aber ich habe mir gedacht, jetzt bei dem Wetter mache ich es mir einfach im Van gemütlich. Ich habe ja einen neuen Laptop. Und auf dem kann man richtig geil zocken. Ich habe hier ein richtig geiles Spiel runtergeladen. Red Dead Redemption. Ein richtiges Spiel zum Runterkommen. Und das zocke ich jetzt mal. Ich habe gestern, glaube ich, ein bisschen zu lange gezockt. Jetzt ist es draußen schon taghell und eigentlich wollte ich mir den Sonnenaufgang angucken. Den habe ich aber verpasst. Aber das macht nichts. Ich schnappe mir jetzt nämlich mein Bike und mache eine kleine Fahrradtour. Unterwegs gibt es, glaube ich, so ein paar Geocaches. Weiß nicht, ob ihr das kennt. Das sind so digitale Schatzsuchereien. Da haben Leute was im Wald versteckt oder halt auf Feldern versteckt. Hier halt im Wald und da kann man gucken, dass man diese kleinen Rätsel löst. Und auf dem Weg von meiner Fahrradtour habe ich gesehen, sind ein paar. Mal gucken, welche ich da machen kann. So, aber bevor es jetzt hier aufs Fahrrad geht, gehe ich nochmal fix Wasser holen. Und zwar gibt es hier eine Quelle mit richtig, richtig gutem, frischem Wasser. Ja, ich habe eben festgestellt beim Wasser auffüllen, dass ich hier so einen Fleck habe. Wahrscheinlich kommt das vom Naschen gestern beim Zocken. Das ist mal eine gute Gelegenheit, euch unsere Waschroutine zu zeigen, wie wir das mit dem Wäschewaschen eigentlich machen. Und zwar waschen wir teilweise die Wäsche hier im Van oder halt auch in Waschsalons, beziehungsweise solange wir hier sind, auch bei meinen Eltern in der Waschmaschine. Ich zeige euch das mal. Wir gehen nur alle 3 bis 4 Wochen in den Waschsalon und das schaffen wir, weil wir so Kleinigkeiten wie Unterwäsche, Socken oder eben auch so kleine T-Shirts hier im Van waschen und die dann zum Trocknen nach draußen hängen.
bin ich bei der Hälfte angekommen und jetzt geht's wieder zurück auf dem Rundweg. Und dann hole ich mir eine gute Dusche ab. Für mich geht es jetzt weiter und zwar habe ich diesen Stellplatz hier sehr genossen, vor allem nach den letzten Wochen und Monaten, wo wir an so vielen verschiedenen Orten waren. Ja, meine Schwester, die ist umgezogen vor ein paar Tagen und zwar in die Nähe von Gladbach und da fahre ich jetzt mal hin, schaue mir mal die Umgebung an und guck mal, wie sie wohnt. Ja, ich glaube, also sie hat mir schon gesagt, das ist das komplette Gegenteil von dem, was wir hier haben, Melli und ich. Wir haben hier nämlich 8 Quadratmeter und die haben keine Ahnung wie viele. Auf jeden Fall wird das ein ganzes Kontrastprogramm sein. Ich freue mich da aber sehr drauf. Und ja, also hier haben wir die Pullover direkt in der Fahrerkabine verstaut. Ich bin mal gespannt, wo die ihre Pullover verstaut haben. Ja, das gucke ich mir jetzt an und dann sehen wir uns in ungefähr 3 Stunden. Dort vor Ort. Ich weiß nicht genau, wie weit ich euch mitnehmen kann, aber so ein paar Ausschnitte kann ich sicherlich zeigen. Hier ist eine Hummel, wenn gerade wieder eine vorbeikam. Cool. Ja, warum nicht? Dankeschön, euch auch. Viel Spaß in Portugal. Jo, das war jetzt ein Fernsehsender, mit dem ich telefoniert habe. Bin mal gespannt. So wie es aussieht, treffen wir uns in ein paar Wochen und dann sind wir Teil einer Dokumentation. So, jetzt muss ich aber weiterfahren. Da! Ich sehe einen kleinen Neffen. Hallo, Herr Soldat? Lässt du mich rein, Herr Soldat? Jo, mega. Eine eigene Einfahrt. Krass. Ja, guten Morgen. Ich werde hier schon gleich in die Arbeit reingeschmissen. Ach, der Corny. Hey, moin. Moin. Morgen. Okay, also wir machen jetzt erstmal Pancakes. Ja! Pancakes! Ja, so Pancakes habe ich auch gemacht. Und wir hatten jetzt hier echt eine schöne Zeit. Ja, das Haus ist natürlich nicht meins, deswegen gibt es da jetzt nicht so viele Einblicke von. Aber wir sind jetzt auch am Ende des Videos angekommen. Und ja, ich hoffe, euch hat die Woche David allein zu Hause gefallen. Und dann freue ich mich, wenn ihr unseren Kanal abonniert und dem Video ein Like da lasst. Dann sehen wir uns in der nächsten Woche wieder, oder Colin? Ja. Ja. So, Käffchen, ganz normales mit. Ja, Käffchen ist gut. Okay. Ja, wir trinken jetzt ein Käffchen und euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Video. Ciao.